Tomatrix habe ich gesehen. Der hat auch ein Video hochgeladen, was ich gucken wollte. Wie funktioniert eine Observation? Es war ein sehr langes Video, aber ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Let's go. Hitzige Verfolgungen, verdecktes Ermitteln. So stellt man sich den Beruf des Detektivs vor. Ich habe auf letztens Sherlock ein paar Folgen nochmal geguckt. Ich begleite echte Detektive einen Tag lang bei der Arbeit. Irgendwie ist Detektiv auch so ein unwirklicher Job, oder? Also ich meine, man sieht das immer so in Filmen, aber dass es die irgendwie wirklich gibt? I don't know. Bei der Vorbereitung zu diesem Video ist mir aufgefallen, wie unglaubwürdig der Beruf des Detektivs... Hey, habe ich ja genau gerade so gesagt, was ist los? ...oft in den Medien dargestellt wird. Weil in Wirklichkeit haben die meisten Detektiven gar kein Interesse daran, dass man ihre Arbeit dokumentiert. Ist ja auch irgendwie verständlich, weil seriöse Detektiven bieten ihren Auftraggebern Diskretion. Und so ein Dreh hier kann schon ganz schön auffällig sein. Deshalb gelten für meinen Beitrag heute andere Voraussetzungen. Ich will den Beruf des Detektivs so zeigen, wie er wirklich ist. Das ist so interessant, weil das ist so eine Welt. Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt und da ist mal so ein Einblick zu bekommen, boah, da bin ich hyped. Eine Voraussetzung ist, dass die Detektive in dieser Reportage nicht frontal gezeigt werden dürfen. Robert ist der Geschäftsführer der Detektei und selbst noch aktiv als Detektiv unterwegs. Der Schwerpunkt unserer Detektei sind eben Observationsmaßnahmen. Es ist nicht möglich, dass ich ein Risiko eingehe, dass ich von einer Verdachtsperson erkannt werde. Deswegen muss das ausgeschlossen sein, dass wir mit diesem Material identifizierbar werden. Und das gilt fürs ganze Team. Alles klar. Weil der Dreh von einem... Wenn man jetzt die Firmennamen hat und den Namen von ihm, kann man ihn nicht easy spotten? Im echten Fall zu viel Aufmerksamkeit erregen würde, darf ich heute an einer Übung, also einem fiktiven Fall, teilnehmen. Insgesamt arbeiten 10 Leute in der Detektei. Heute sind wir zu viert. Robert war vorher beim militärischen Abschirmdienst, Walter ist ein ehemaliger Polizist und Tina ist Praktikantin in der Detektei. Als erstes machen wir eine Einsatzbesprechung. Wir haben hier einen Mitarbeiter eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens, der krankgeschrieben ist, wo es Indizien dafür gibt, dass der tatsächlich nicht krank ist und die Zeit dafür verwendet, entweder den Ausbau seiner Wohnung voranzutreiben und oder unerlaubte Nebentätigkeit. Warte mal, gibt es dann wirklich solche Fälle, wo Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nachspionieren lassen? Ist es überhaupt erlaubt? Darf man das in Deutschland? Das kommt mir irgendwie weird vor, oder? Stell dir mal vor, wie creepy das ist, dass ihr einfach jemanden... Boah. Vor Umständen sogar krass. Konkurrenz zu seiner Hauptarbeitstätigkeit. Und der Auftrag für den heutigen... Ja, ist erlaubt? Crazy. ...Tag ist eben, diesen Anfangsverdacht zu überprüfen und entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Die Verdachtsperson heute... Dennis ist männlich, schlank, Haarfarbe dunkelblond, Körpergröße liegt so zwischen 1,65 und 1,75, ist 35 Jahre alt. Vom Kleidungsstil, er trägt entweder Arbeitskleidung oder oft Jogginghosen, ist wohl Raucher, Haare sind wohl deutlich länger und eben die Beschreibung der Fahrzeuge sowie die Kfz-Kennzeichen, wobei man hier auch dabei noch bemerken muss, beim Kfz 2 sind die Zahlen zum Kennzeichen nicht bekannt. Für unseren Einsatz packen wir eine Menge an Equipment ein. Da Bluetooth-Kopfhörer heutzutage nicht mehr auffallen, trägt das Team diese in der Regel und kommuniziert per Handy oder Funkgerät. Außerdem bekomme ich ein Diktiergerät, um alle Erkenntnisse für einen späteren Bericht zu dokumentieren. Auch eine Menge an unterschiedlichen Kameras für jeden möglichen Fall nehmen wir mit. In manchen Einsätzen wird außerdem noch mit Spezialtechnik wie versteckten Kameras gearbeitet. Was da alles auch noch gibt. Ich habe mich schon so mega crazy gefühlt, als wir diese Infrarotkamera fürs Nachtleben-Video geholt haben. Du siehst nicht, dass da was verdeckt wurde. Es ist sichergestellt, dass wir nicht gesehen werden. Verrückt. Ja, ganz normales Auto. Aber ist immer so mit verdunkelten Scheiben. Wichtig ist halt bei den Fahrzeugen übliche Farben. Fahrzeuge, die oft und viel im Straßenverkehr gefahren sind. Jetzt geht es los. Als erstes müssen wir den Verdächtigen finden. Dafür fahren wir zu seinem Wohnort. Was sind denn so typische Fälle, also, die ihr normalerweise haben? Typische Sachverhalte, also wir haben uns, Schwerpunkte sind bei uns betriebliche Ermittlungen. Aber Klassiker ist wirklich auch dieses, ich sag mal, Krankmachen. Echt? Boah, ich finde das so unwirklich, dass das wirklich passiert. Alter, crazy. Ich kann gar nicht krank sein. Und warum sollte man da jetzt einen Privatdetektiv einschalten? Und ja, das frage ich mich auch. Nicht zur Polizei gehen? Naja, also wir haben natürlich Betrug erstmal in Antragsdelikten. Sicher kann man zur Polizei gehen. Die Frage ist, was wird die Polizei denn machen? Eine Polizeibehörde hat keine Zeit und auch kein Personal, jemanden bei einem Verdacht auf einen Lohnfortzahlungsbetrug ein Observationsteam
hinterher zu schicken. Das tun die nicht. So, wenn ich jetzt einen Verdacht gegenüber der Polizei ausspreche, dann eine Anzeige erstatte wegen einer Straftat und es stellt sich im Nachgang heraus, das war gar nicht so, kann das auch wieder rechtliche Konsequenzen haben. Bist du eigentlich noch so aufgeregt vor irgendeinem Einsatz? Es wird wirklich weniger. Aber doch, je nachdem, was für ein Sachverhalt und worum es gerade geht und wie nah man ran muss und ob irgendwelche andere Risiken bestehen oder man, wer da gegenüber ist, ne? Ja. Da bin ich auch noch aufgeregt und das gehört auch dazu. Ist auch, glaube ich, echt ein Beruf, der nicht so schnell eintönig, kann ich mir zumindest vorstellen. Und hier kommt jetzt die Wohnanschrift und guck mal, das Schild ist sogar davor, nicht dahin. Der Pizzakäng, man kennt ihn. Das war jetzt okay. Die Anschrift, hast du genau richtig erkannt. Haben hier den Bereich, wo wir gucken, ob wir irgendwas kriegen. Müssen wir wahrscheinlich weiter nach hinten, mal sehen, ob das überhaupt klappt. Ja. Und haben dann hier den Bereich der Bravo-Position. Über Funk bekomme ich von Walter eine Information rein. Die Verdachtsperson ist vielleicht vermutlich gerade nach Hause gekommen mit einer Begleitperson. Okay. Sofort wird es ein wenig hektisch. Wir müssen uns nämlich richtig positionieren. Bei einer Observation sind die Detektive immer mindestens zu dritt. Einer hat direkte Sicht auf das Objekt, das observiert wird. Die beiden anderen sichern jede Wegrichtung ab, in die sich die Verdachtsperson bewegen könnte. Echt wie in so einem Film, oder? Wir müssen jetzt sehen, dass wir aufgezogen werden, was eigentlich auch die Aufgabe von Walter ist. Walter, kannst du zur Kapellenstraße zu Fuß kommen, um uns dann aufzuziehen? Also am besten zu der St. Peter und Paul Kirche, dass wir uns da ungefähr treffen. Wir machen einen Fahrerwechsel. Walter setzt sich ans Steuer, Robert und ich steigen nach hinten ins Auto. Der hintere Innenraum ist von außen nämlich nicht einsehbar. Wir fahren zu unserer Position. Das wirkt dann. Irgendwie fühlt sich das ganze Ding so an wie, also ich weiß nicht, ob ihr das auch früher gemacht habt, aber ich habe als Kind so voll oft Geheimagent gespielt. Also so habe ich mir das als Kind immer in meinem Kopf vorgestellt. Nachher so, als würde er das Auto einfach parken. Genau. Und niemand weiß, dass da eigentlich noch Menschen drin sind. Genau. Wir zeigen eine natürliche Situation. Da parkt jemand das Auto ab und geht vom Auto weg. Kannst im Prinzip ausmachen. Wir stehen gut. Stehen gut? Ja. Walter gibt die Schlüssel nach hinten durch. Jetzt muss ich super aufmerksam sein, denn ich bin der Einzige mit Sicht auf das Wohnhaus. Okay, Tina, ich bin jetzt auf dem Parkplatz vor dem Pizza-Curry-Laden mit direkter Sicht auf das Wohnobjekt. Wie cool wäre es zum Beispiel echt im Taxi zu sagen, folgen Sie dem blauen Wagen. Ich frage mich auch, ob das der Taxifahrer direkt machen würde, einfach so. Was würdest du sagen, inwiefern ist das Observieren, dass man irgendwie auch im Fernsehen oder im Film sieht, mit der Realität vergleichbar? Du hast vielfach ja auch einfach alleine schon durch den Schnitt begründet, dass da ganz viel fehlt. Da stehen zwei von der Wohnanschrift. So sieht das echte Leben halt nicht aus. Du bist halt stundenlang unterwegs oder stundenlang im Einsatz für die eine Situation. Es ist kräftezehrend. Also 6-7 Stunden hier in so einem Wagen hinten drin auf den einen Moment warten. Ja. Das kann man schon sagen. Ist ein anstrengender Job. Das glaube ich ihm sofort. Jetzt heißt es erstmal warten, dass irgendwas passiert oder die Verdachtsperson auftaucht. In der Realität kann das mehrere Stunden oder sogar Tage dauern. Es tut sich was. Da fehlt gerade eine Person. Kann das der sein? Vor allem, das wirkt jetzt schon so ultra spannend, obwohl es halt einfach echt nur so ein Übungsfall ist, ne? Walter, schau dir mal die Person an, die gerade in deine Richtung kommt. Jogginghose, Umhängetasche, Mütze. Ob du die Person identifizieren kannst? Ja, am Fahrzeug ist der Blinker angegangen. Okay. Ja, Person, ganz in Schwarz gekleidet. Das ist unser Mann. Steigt ein. Okay. Ganz in Schwarz gekleidet, eine Jogginghose und eine schwarze Wollmütze auf. Alles klar. Achso, dieses Brei macht so Abfahrt. Er verschwindet. Ist so. Wie im fucking Film. Ey, crazy. Das ist der Graue. Ja. Okay, wir haben Sichtkontakt. Also Walter, wir sind jetzt hinter dir. Super ärgerlich. Wir haben gerade die Verfolgung aufgenommen und schon trennt uns eine rote Ampel von dem Verdächtigen. Walter hat es zum Glück noch über die Ampel geschafft.
Okay, da hört's auf, wie im Film zu sein. Dem Film fahren ihm alle drüber. Auf der Landstraße holen wir das große graue Auto vom Verdächtigen ein. Walter fährt direkt hinter ihm und gibt ihm FBI, open up! Zugriff, Zugriff, Zugriff! jede Positionsänderung durch. Okay. Okay, wir fahren mit auf den Rewe-Parkplatz. Sehr gut, Entscheidung getroffen. Perfekt. So, siehst du ihn? Nee. Ah, okay. Wo willst du hin? Wir parken hier auf der rechten Seite. Neben dem. Ja, oder hier. Neben dem gelben. Oder wo ja, willst du hin? Hier, hier ist gut. Gut. Das große mit der Leiter drauf. Shano schreibt, ich hätte mir es viel uninteressanter vorgestellt. Ey, ich bin ehrlich, ich auch. Aber das ist ja wirklich wie im Film. So, jetzt erstmal dokumentieren. Kamera ist separat. Ist der schon raus? Ist der noch drin? Okay, jetzt müssen die halt auch wieder warten. Ne? Und man darf halt auch nicht vergessen, wir haben ja trotzdem auch diese mega zusammengeschnittene Version. Wenn man das echt macht, dann ist es halt wirklich zu 80-85% nur rumsitzen. Die Person verlässt das Auto und betritt den Rewe-Markt. Also es sieht erstmal nach einem normalen Einkauf aus. Er war ja, mit einer Maske bekleidet, ja, ganz normal okay. Reingegangen. Wie er selber mobil ist, ein Bewegungsbild. Sah sehr mobil aus, keinerlei Einschränkungen zu sehen. Okay. Okay, für euch zur Information. Ich glaube, Matrix muss jetzt mal so nachdenken, so, was ist das Bewegungsbild? Ich wusste es, ich habe es auch gar nicht verstanden. Unser Verdächtiger hat gerade den Rewe verlassen und ist zum Auto gegangen. Ich konnte leider nicht genau erkennen, was er eingekauft hat, aber er fährt jetzt aus der Parklücke heraus. Ich habe Sichtkontakt. Rechts weg, Alte zurück. Rechts. Sieg vom Rewe rechts ab. Ja. Tina, du gehst hinten ran. Zugriff! Das hat doch schon besser geklappt. Tina ist jetzt an ihm dran, Walter, Robert und ich folgen ihr. Der Weg führt uns wieder zurück zur Wohnanschrift des Verdächtigen. Wir sollen ja prüfen, ob er woanders arbeitet, obwohl er sich bei seinem Arbeitgeber krank gemeldet hat. Bisher haben wir aber noch nichts Belastendes beobachtet. Jetzt soll ich uns alle neu positionieren, was mir ehrlich gesagt gar nicht so leicht fällt. Soll ich wieder auf dem Parkplatz fahren? Nein. Erstmal vorbei. Ah, erstmal weiter. Soll ich mich zum Döner-King positionieren? Ja. Der Pizza-King, man kennt ihn. Okay, er geht mit Tüte Richtung Wohnobjekt. Einige Zeit später meldet Walter, dass der Verdächtige das Haus verlässt. Er hat sich umgezogen, trägt eine grüne Hose und eine braune Jacke und geht alleine zum Fahrzeug. Sieht nach Arbeit aus. Okay, geht anscheinend wieder los. Wir vermuten, dass er jetzt auf dem Weg zu einem Wie teuer sind eigentlich so Privatdetektive? Kommt das noch irgendwie? Weil ich habe da gar keine Einschätzung. Erlaubten Auftrag ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir jetzt herausfinden, ob sich der Verdacht bewahrheitet. Unsere drei Autos sind relativ nah an ihm dran. Schon haben wir eine Situation, die schwierig werden. Das ist schwierig. Jetzt haben wir echt ein Problem. Der Verdächtige hängt uns ab und fährt in einen Kreisverkehr mit mehreren Abfahrten. Eine rote Ampel, ne? Ja. Boah, da muss man auch so richtig die Pumpe gehen. So, oh mein Gott, scheiße, er kommt weg, go, 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 go. Nichts falsch gemacht vorher, ne? Genau, und so viel Zeit, die da jetzt. Und richtig viel Zeit, also jede Sekunde zählt ja jetzt. Die Automat ist grün. Ja. Würde die Tina mal nach links wegfahren, zum Beispiel. Tina, fährst okay, du links? Rechts. Okay, wir fahren ja, links. Oder? Ja. Richtige Entscheidung. Alle Richtungen abdecken. Nachsuchen. Obwohl das vom Zeitlichen schon... Hier ist so ein Glauber. Ich dreh wieder. Wo soll ich hinfahren? Fahr mal dem Walter hinterher. Da müsst ihr euch absprechen, da kommen ja gleich weitere Kreisverkehre. Einfach ein Actionfilm in real life. Ja. Okay, ich bin jetzt. Okay, wenn ihr wissen wollt, ob die ihn fangen, ich schaue das ganze Video bei Tomatrix. Ich skippe jetzt mal so gegens Ende, um zu erfahren, wie teuer das Ganze ist. Observationsmaßnahme schon teuer. Das würde mich nämlich noch interessieren. Und ansonsten schaut auf jeden Fall Tomatrix dabei. Bei so krassen Videos hat das echt verdient. Plan war einfach mal mit einem Stundensatz von 70 bis 100 Euro die Stunde rechnen. Das. Sagen wir mal den kleinsten, 70 Euro die Stunde, 8 Stundentage, 8 mal 3, 24 logischerweise und 24 mal 70 sind 1600 Euro mit dem geringsten Stundensatz für eine Person. Da es aber mehrere waren, also es ist schon
schon nicht günstig. Starkes Video, super interessant, da mal reinzuschnuppern. Schau gerne bei Tomatolix vorbei.